Qui tutoie les prix Nobel et les savants. Qui ferait très bien voyager dans le temps. Qui arbore sa pilosité subbucale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation. Qui contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache. Verehrter Professor, bei Recherchen im Internet bin ich zufällig auf das Thema Kryokonservierung gestoßen. Was zum Teufel ist das? Bei der Arbeit an meinem neuesten Werk, Koryphäe und Genie, habe ich diesen Begriff selbst gegoogelt. Kryogenie, Kältewoche zu Tiefstpreisen, 200.000 Euro. Wenn man sich kryokonservieren lässt, wird man nach seinem Tod eingefroren, bis man eines Tages wieder auferweckt wird. Aber so einfach ist das nicht. Friert man Gewebe ein, bilden sich in und zwischen den Zellen Eiskristalle. Die geschädigten Zellen sterben ab. Vergleicht man nur mal das Foto auf der Verpackung tiefgefrorener Farfalle mit Gemüsemischung. Voilà, es gibt damit, wie es tatsächlich aussieht, dann wird einem schnell klar, wie tückisch Einfrieren sein kann. Beim Menschen ist es ein klein wenig komplizierter. Laut Gesetz ist die Kryokonservierung von lebenden Menschen untersagt. Hey, ich behalte sie im Auge. Stellen wir uns also vor, ich würde ganz plötzlich sterben. Prof, oh nein, schnell! Glücklicherweise habe ich schon zu Lebzeiten einen Vertrag mit dem Kryo-Institut abgeschlossen. Die haben da eine Maschine zur Herzdruckmassage. Zusätzlich wird eine Flüssigkeit auf Glycerinbasis in den Körper gepumpt. So eine Art menschliches Frostschutzmittel, das die Bildung von Eiskristallen verhindert. Was ist los, Freunde? Ich kann mich nicht bewegen. Das ist die Vitrifikation. Danach wird dem Kunden der Schädel aufgebohrt. Nur 2-3 Löcher, damit kein Überdruck im Schädel entsteht. Hey, sofort zurück, Demolition Man! Es suppt aus ihrer Stirn raus! Zum Schluss wird man aufrecht in einen Sarkophag voll flüssigem Stickstoff gesteckt. Hey, nein, das könnt ihr ganz schnell wieder vergessen. Das ist keine Kosmetikkur à la Wachsmuseum on Ice. Man wandert bei minus 196 Grad in eine mit flüssigem Stickstoff gefüllte Aluminiumbox mit 6 anderen Versuchskaninchen. Mit dem Kopf nach unten. Denn sollte das Stickstoffniveau in der Kiste sinken, bleibt die Birne weiterhin gekühlt. Nach dem Aufwecken seht ihr dann aus wie ein alter, aufgetauter Hackfleischauflauf. Eure Füße können abgefault sein und in euren Adern fließt Glycerin. Tee oder Kaffee? Weltweit haben sich angeblich mehr als 250 Menschen für die Kryokonservierung registrieren lassen. Sekunde mal, muss ich in meiner Steuererklärung angeben, dass ich kryokonservierte Angehörige habe? Ja, unbedingt. Bevor ihr eure Steuererklärung ausfüllt, macht euch lieber schlau bei. Wer nicht fragt, stirbt dumm auf arte.tv. So sterbt ihr. Ganz sicher weniger dumm, aber hey, sterben werden wir trotzdem alle.